Der grösste Krane der Schweiz ist in diesen Tagen beim Olma-Gelände im Einsatz und sorgt für staunende Gesichter. 1300 Tonnen bringt der Metallkoloss auf die Waage und versetzt mit seinem 144 Meter langen Arm riesige Betonträger für den Autobahndeckel. Der Tobias Lehnherr über den Krane, der höher ist als alle St. Galler Hochhäuser. Die Masse des Kranes mit dem Namen LR 11'000 sind gigantisch. Eine Leierraupe ist 2,50 Meter hoch und 60 Tonnen schwer, so viel wie 10 Elefanten. 40 Lastwagen sind nötig für den Transport der Einzelteile. 4 Tage und einen zweiten Kran braucht nur für den Aufbau. Der Kran arbeitet nach dem Prinzip eigentlich wie ein Waage. Und zwar muss immer das Gewicht vorne dran, muss immer kompensiert werden mit dem Gewicht, das wir hinten dran haben. Dort haben wir bis zu 450 Tonnen Schwebeballast, wo wir auf 30 Meter rausfahren können. So einfach wie es klingt, ist es aber nicht, vor allem auf dieser Baustelle. Der Untergrund ist nicht sehr stabil und dann geht auch noch ein Zugtunnel unten durch. Ohne Ballast ist der Kran schon 1300 Tonnen schwer. Dadurch ist es nötig geworden, dass man eine Foundation gemacht hat, wo jetzt die Raupen eigentlich auf 4 Pfähle drauf stehen. Genau positioniert der Kran so, dass das exakt abgeleitet wird. Heisst aber auch, wir sind hier stationär, wir können keinen Meter fahren auf der Baustelle. Der Kran arbeitet nur in der Nacht, weil die Autobahn aus Sicherheitsgründen gesperrt sein muss. Insgesamt fast 200 Betonelemente, die bis zu 80 Tonnen schwer sind, manövriert der Kranführer auf die Seitenwände der Autobahn für den Olma-Deckel. Für das ist er gut 3 Wochen dran. Die Zeit ist auf dem Bau teures Geld. Pro Nacht kostet der Kran den Kanton, die Stadt und die Olma mehr als 10'000 Franken. Das Ziel ist natürlich, möglichst schnell die Träger einzubauen, möglichst viel auch in einer Nacht. Da tastet man sich auch ein bisschen dran an, was ist wirklich möglich. So jetzt in dieser Lösung von dem Raupenkran ist natürlich der Vorteil, dass man die ganze Sperrzeit ausnutzen kann für die Montage von diesen Träger. Man hat auch mal früher ein kleineres Konzept angeschaut, nur mit Pneukranen ab der Autobahn. Das heisst aber natürlich auch immer, dass die Installation dazukommt. Das heisst viel weniger Träger in der Nacht, dadurch eine längere Bauzeit. Die Baustelle des Olma-Deckel ist an sich schon komplex. Dazu kommen enge Platzverhältnisse oder auch Flugverkehr. Ja, wir sind hier in der Anflugschneise vom Helikopter zum Spital. Man hat alle Kräne speziell müssen kennzeichnen mit Lampen, mit Leuchtschlangen. Und mit der Rega war man vorgängig im Kontakt gewesen, also dass die informiert waren, als jetzt hier die Kräne, respektive der ganz grosse Kran hier steht. Noch bis Ende Oktober ist der grösste Kran der Schweiz St. Gallen. Die neue Halle über der Autobahn soll dann an der nächsten Olma als Provisorium zum ersten Mal zum Einsatz kommen.